Hallo, heute möchte ich eine Maskeneffekt-Variante vorstellen, die für Fotos und Videos eingesetzt werden kann und die ideal zum Kombinieren mit weiteren Effekten geeignet ist. Es handelt sich um eine spezielle Art Bild-vor-Bild-Variante und zum Einsatz kommt dabei der Effekt statische Maske, der in Photovision, Videovision und Stages vorhanden ist. Mit dem Effekt lassen sich einfache Bilderfolgen auflockern, Intros oder Hintergründe für Texttafeln erzeugen oder auch bestimmte Bereiche in einem Video betonen. Ich befinde mich hier in Videovision und in der Toolbox gibt es hier den Effekt statische Maske. In Videovision und Stages gibt es auch noch den Effekt dynamische Maske. Dazu werde ich später nochmal was sagen und zeigen. Ich ziehe jetzt den Effekt statische Maske in die Timeline und lege ein Bild hinein. Das Bild schneide ich zu und ich entferne die Einblendung. Markiere ich den Rahmen des Effektes, kann ich seine Wirkung im Layout Designer sehen und auch die Effekteigenschaften. Der Effekt maskiert anhand der gewählten Maske bestimmte Bereiche des Bildes und macht sie somit unsichtbar. In den Eigenschaften kann ich die Maskenform wählen. Ich kann die Maske bei Bedarf im Bildeditor bearbeiten. Ich kann sie spiegeln oder auch drehen. Und am Punkt Skalierung verändere ich die Größe meiner Maske. Man sieht jetzt im Layout Designer also nur noch das durch die Maske freigestellte Bild und drumherum schwarz. Aber ich kann natürlich noch irgendeinen Hintergrund zufügen, zum Beispiel die dynamische Rechteckform. Diese färbe ich grün und ich aktiviere das Häkchen bei Liegen lassen. Und im Zusammenspiel mit der statischen Maske sieht es dann so aus. Zu dieser Art Effekt hatte Nadine auch schon mal ein schönes Anleitungsvideo. Das verlinke ich oben rechts, könnt ihr gerne auch noch mal reingucken. Ich möchte hier jetzt aber mehr als nur Farbe sehen und kopiere mir deshalb mein Originalbild in die Spur über der statischen Maske. Meine Maske kann ich jetzt leider nicht mehr sehen, aber das ändert sich gleich. Und zwar werde ich das hintere Bild verändern. Am Reiter Bildeffekte gibt es so einiges, was man verwenden kann, zum Beispiel diese Farbeffekte. Ich weise diesen dem markierten Bild per Doppelklick zu. Mit der Maske zusammen wirkt es dann so. Ich ziehe hier mal noch einen anderen Effekt auf das Hintergrundbild. Und ihr könnt im Layout Designer direkt beobachten, wie der Bildeffekt das Hintergrundbild ändert. Im Bildeditor könnten diese Bildeffekte auch noch angepasst werden oder eigene Effekte erstellt werden. Und füge ich jetzt nochmal das unverfälschte Bild hinter dem Effekt ein, mit der Einblendung Alpha Blending, habe ich eine schöne Variante, mein Bild auch nochmal ohne Effekt zu zeigen. Etwas praktischer für die Gestaltung des Hintergrundes finde ich aber die Live-Effekte. Die Live-Effekte können, im Gegensatz zu den Bildeffekten, auch auf Videos angewendet werden. Und das ist letztlich auch einer der Unterschiede zum praktischen Bild-vor-Bild-Objekt-Effekt, mit dem sich zwar auch unterschiedliche Effekte für Vorder- und Hintergrund bestimmen lassen, aber eben manche Kombinationen oder Timings nicht separat setzbar sind. Ich habe hier jetzt wieder ein Bild in einer statischen Maske. Als Maske verwende ich den Verlauf Radial 2. Man sieht hier im halbtransparenten Maskenbereich jetzt das Grün vom liegen gelassenen Rechteck durch. Ich kopiere wieder das Bild in die erste Spur. Jetzt sieht man wieder keinen Unterschied mehr zwischen Vorder- und Hintergrund. Und dann gehe ich in den Reiter Objekte und bediene mich an den Live-Effekten, die standardmäßig in der jeweiligen Programmversion vorhanden sind oder die durch Erweiterungspakete hinzugefügt wurden. Nutzer von Photovision haben hier etwas weniger Auswahl. Auf jeden Fall haben sie aber die Farbeffekte und der beinhaltet nicht nur den Färbeneffekt, sondern auch einen Schwarz-Weiß-Effekt. Markiere ich nun wieder den Effekt statische Maske, sehe ich die Wirkung meines Vorder- und Hintergrundes und kann zum Beispiel die Maskengröße noch etwas anpassen und auch die Stärke beim Schwarz-Weiß-Effekt. Und im Vollbild würde diese Effektkombination so aussehen. Ein weiteres Beispiel,
Dieses Mal benutze ich für das Hintergrundbild den Effekt Farbreduktion. Dort senke ich die Anzahl der Farben und reduziere damit die Details im Bild. Dann klappe ich den Effekt zu und lege darauf noch einmal den Farbeffekt mit der Einstellung Schwarz-Weiß. Im Zusammenspiel mit der Maske habe ich nun meinen Originalbildbereich und ein stark reduziertes Drumherum. Und ich könnte hier natürlich auch noch Bewegung ins Spiel bringen und dem Hintergrundbild oder dem Bild im Maskeneffekt noch einen ganz leichten Kameraschwenk geben. Das mache ich hier mit zwei Marken und die Bewegung vom großen zum kleineren Ausschnitt soll 7 Sekunden dauern. Die Maskengröße bleibt dabei gleich, nur das Bild in der Maske bewegt sich. Ich entferne den Kameraschwenk am Bild jetzt aber wieder und zeige noch eine andere Variante. Man könnte nämlich auch die Maske samt Bild per Bewegungspfad animieren. Das geht recht einfach in der manuellen Eingabe über den Wert Z. Ich füge eine Marke hinzu und bei den Koordinaten am Z-Wert senke ich diesen, damit die Maske näher an den Betrachter heranrückt. Das soll auch wieder in 7 Sekunden passieren. Wie der Name statische Maske aber schon sagt, handelt es sich um einen Effekt, bei dem die Maske sich nicht selbst über das Bild bewegen kann oder auch ihre Größe über die Zeit nicht ändern kann. Das geht nur mit dem dynamischen Maskeneffekt, den es nur in Videovision und Stages gibt. Während ich beim statischen Maskeneffekt nur ein Bild oder Video einfüge und die Maske in den Eigenschaften wähle, ist der dynamische Maskeneffekt anders aufgebaut. Hier habe ich einmal den Inhaltsbereich für mein Foto oder Video und ich muss mich selbst um eine Maske kümmern. Als Maske können zum Beispiel die einfachen oder dynamischen Formen aus der Toolbox verwendet werden. Von den dynamischen Masken nehme ich das Dreieck und ziehe es in den Maskenbereich meines Maskeneffektes. Ich erhöhe zunächst die Dauer. Und diese Maske kann ich jetzt im Layout Designer von der Größe her verändern. Ich kann sie drehen oder sie auch per Bewegungspfad animieren. Und beim Abspielen dieser dynamischen Maske kann man jetzt die Bewegung der Maske über das Bild beobachten. Doch zurück zu unserem Effekt statische Maske. Die Beispiele waren jetzt alle mit Bildern, funktionieren aber identisch mit Videos. Ich habe hier ein Video von einem Pärchen am Strand und hier kann ich den Effekt statische Maske gut verwenden, um die anderen Leute im Hintergrund etwas auszublenden. Ich verdoppele wieder das Video. Das Video in der ersten Spur mache ich schwarz-weiß, dieses Mal mit dem LUT-Effekt. Dort wähle ich die Einstellung Farbreduktion Mitteltöne. Und auf den LUT lege ich noch einen leichten Weichzeichner-Effekt. Dann kümmere ich mich um das Vordergrundvideo. Das erhält wieder den Effekt statische Maske. Als Maske nehme ich von hier unten die Vignette 13 und dann verschiebe ich die noch etwas nach links. Ich zeige es gleich beim Abspielen. Dieses und die anderen Beispiele werden dann auch wieder über den VIP-Club verfügbar sein. Und wenn dir das Video gefallen hat, freue ich mich auch wieder sehr über einen Daumen nach oben. Danke!